Hallo und herzlich willkommen zurück zu Projekt Silti, Stunde 5. Wie man vielleicht raushören kann, es gibt ein bisschen Hall im Hintergrund. Es liegt einfach nur daran, dass ich hier in einem fast leeren Zimmer jetzt sitze. Wir sind mitten im Umzugsmodus, wie das kleine Overlay uns das auch schon verrät. Nichtsdestotrotz stürzen wir uns hier ins Vergnügen und gucken, dass wir hier mal ein bisschen vorankommen. Ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube, fortgeschrittene Materialverarbeitung, genau, dafür brauchen wir erweiterte Schaltkreise, Ziegelsteine und Stahl. Das heißt, da hinten diese Ofenproduktion, die werden wir eigentlich jetzt schon mal stoppen. Die brauchen wir dann nicht mehr. Ja, die können da bleiben, die Öfen. So, und wir gucken mal, dass wir erstmal eine rote Schaltkreisproduktion irgendwie hinkriegen, wofür wir allerdings Kunststoff brauchen. Und auch, dass wir ja, den ganzen Rest irgendwie hinkriegen. Ich produziere mal noch ein paar Raffinerien, weil 5 reichen mir einfach nicht aus. Ich will es direkt groß aufziehen. Das heißt, wir holen uns noch ein paar Schaltkreise. Wupp. So. Haben wir noch eine weitere. Und dann wären 20 Chemiefabriken eigentlich super. Die brauchen wir zwar noch nicht, aber später dann irgendwann. So, dann würde ich ganz gerne Tanks produzieren. Da brauchen wir nämlich eine ganze Menge von. Stahlträger und Eisenplatten. Das kriegen wir alles hier. Wo geht denn diese Munitions... Ach, die geht darüber, okay. Ich war gerade ein bisschen unschlüssig, wo die Munitionsproduktion landet. So, jetzt setzen wir hier mal eine kleine Fabrik hin. Das wird jetzt hier wieder ein bisschen durcheinander, ist aber nicht schlimm, da können wir ganz gut mit leben. So, wo ist denn? Ach, ich bin da noch am Produzieren, das geht ja gar nicht. So, hier hätte ich gerne schon mal Lagertanks. Hier produzieren wir schon Rohre, das ist sehr gut. Das heißt, wir werden in Bälde eine Raffinerie haben, die uns mit frischem Öl versorgt. Und dann haben wir schon mal einen großen Schritt geschafft. Ich würde, glaube ich, da unten das Kohlevorkommen auch direkt für die Kunststoffproduktion nutzen. Weil das ist da eigentlich schon ziemlich in der Nähe. Ja. Das bietet sich extrem an. Wir haben da auch schon Strom. Das heißt, wir können da ein Kohle, da haben wir Öl und dann können wir uns da Kunststoff herstellen. In rauen Mengen. So, Raffinerieproduktion ist bald durch. Ich will jetzt auch nicht diese Folge direkt schon wieder hier unsere Verteidigungswall weiter ausbauen. Das machen wir dann irgendwann später. Das ist echt hübsch geworden hier. Ich war gerade echt verwirrt. So. Ja, wie gesagt, Umzugsmodus. Das heißt, die Zusammenfolge, die wir angedacht hatten, wo wir dann gucken, was der andere so macht, die verschiebt sich noch ein klein bisschen nach hinten. Wir hatten eigentlich so Folge 6, Folge 7 anfangs mal angedacht, dass wir da dann mal diese Besuchsfolge machen, aber Moment, das muss jetzt mal aufhören da. Das wird dann ein bisschen später, einfach auch aus dem Grund, dass ich, wenn ich dann fertig umgezogen bin, für eine kleine Weile erstmal gar kein Internet habe. Ich weiß, das wird schwierig damit zu leben. Aber es werden 2 Wochen sein, in denen ich komplett von der Außenwelt abgeschnitten bin. Und da habe ich eigentlich jetzt schon keine Lust drauf. Das wird blöd irgendwie. Also das... Naja.
Aber da müssen wir durch. Dafür gibt es dann schnelleres Internet, wenn es denn dann da ist. Und das ist ja auch schon mal gut. So, hier hauen wir einen Strommast hin, dann kann das hier schon mal anfangen zu arbeiten. Logistik. Oh, da brauche ich noch einen. Das machen wir mit einem zweiten Greifarm ein bisschen schneller. So. Dann können wir hier ein paar Tanks produzieren. Elektromotor könnten wir machen, macht aber nicht viel Sinn. Wir forschen schon mal die fortgeschrittene Materialverarbeitung, dass wir Elektroöfen bekommen. Ich dachte gerade, was habe ich denn hier mit Holz gemacht? Ah, das macht auch Sinn. So. Hier mangelt es, glaube ich, an Zahnrädern, oder ist das... Ja, wir könnten hier mehr Zahnräder gebrauchen. Und dann könnten wir das Ganze noch ein bisschen beschleunigen, indem wir 1, 2 Greifarme setzen. Einen für da, einen für da. Problem ist halt auch hier, dass wir Geschütztürme produzieren, wie blöd. Aber die rote Forschung ist jetzt wieder einigermaßen dabei. Ja, das sieht gut aus. So, das funktioniert auch. Kriegen wir ein paar Lagertanks. Da brauchen wir aber nur... Ich mach mal zwei Stacks. So. Jetzt haben wir Chemiefabriken. Die wollten wir noch eins. Und machen wir mal 10 erstmal. Die brauchen wir am Anfang eh noch nicht so. Und dann... Wie sieht das aus hier? Das dauert, das kostet 500 alles. Was ist denn mit, wie ist denn das hier mit dem Auto? Was brauchen wir denn dafür? Logistik 2, dann gehen wir mal. Das kostet halt auch 400. Ach komm, wir lassen das einfach mal laufen. Auto wäre natürlich super. Da leuchtet uns schon das Uran entgegen und möchte gerne abgeerntet werden, damit wir lustige Dinge mit Atomkraft machen können. Habe ich noch Pflastersteine da? Ein paar. Könnte ich hier mal einen Fußweg noch runter machen. So. Da hämmert der Bass. Wir wollten noch mehr Bohrtürme setzen, ne? Und Rohre habe ich natürlich auch keine mitgenommen. So. Da muss auch noch Strom hin. Was das einfach nur für ein heftiges Ölvorkommen ist. So, das war mäßig schlau. So, haben wir noch irgendwo einen Ölflatschen übrig? Nein, wir haben ein Ding zu viel gebaut. Den können wir noch rotieren. Machen wir gerade mal noch einen Strommast, dass hier alles so fein abgedeckt ist. Der da braucht noch Strom. So, und dann müssten wir das Ganze, das können wir da drüben anschließen. Wir haben zu wenig Material. Machen wir das hier mit. Das sieht zwar nicht schön aus, aber ist erstmal zweckmäßig. Schön durchs Kohlefeld durch. So. Dann fangen die schon mal an zu fördern. Wir gehen wieder zurück in die Base.
können das noch gar nicht erforschen. Wir müssen erst Datenlogistik machen, weil wir für die blauen Dinger noch gar keine Anlage gebaut haben. Das heißt, wir werden uns erstmal bald ein Auto machen, mit dem wir dann rumdüsen können. So, jetzt aber erstmal ein paar Rohre. Da, ach, ich nehme einfach mal alle mit. Ich nehme noch ein paar Eisenplatten mit. So. Dann nehme ich auch noch ein paar Kupferplatten mit, unfreiwilligerweise. So, wie ist das mit dem Stahl? Stahl nehme ich auch ein bisschen mit. Strommasten haben wir. Lagertanks. Nehme ich mal ein Stack mit. Und dann geht es wieder in Richtung Raffinerie. Dann können wir schon bald das erste Öl fördern. Beziehungsweise das erste Öl fördern wir eigentlich schon länger jetzt. Quasi seit wir den Strom angeschlossen haben. Und wir können es dann zum ersten Mal vernünftig weiterverarbeiten. So. Ist ganz praktisch, dass wir die Laufwege hier gepflastert haben, dass wir da ein bisschen Zeit einsparen können. Jetzt müssen wir die Laufwege nur noch frei machen. So. Und dann einmal hinunter. Schön weit rauszoomen, damit wir auch was sehen. So, ich hätte unterwegs hiervon schon mal ein paar machen können. Das wäre schlau gewesen. Jetzt kommt das, was ich am meisten hasse an dieser ganzen Ölgeschichte. Das Ganze irgendwie mit Rohren so verbinden, dass es nicht ganz so bescheuert aussieht. So vielleicht. So. Das wäre schon mal verbunden. Jetzt geht es hier weiter. Hier einmal runter. Das war eins zu viel. So, dann könnte man hier das so bauen, dass man hier auch noch einigermaßen durchlaufen kann. Da kommt man nicht durch, okay. Ist halt immer grauenhaft, wenn dann die ganzen Sachen so gebaut sind, dass man überhaupt nicht mehr da durchlaufen kann. Ich weiß das, ich habe das nämlich schon oft genug gemacht. Also das so bauen, dass man nicht mehr durchlaufen kann. So. Da haben wir jetzt ein Rohr darunter und das da verbinden. Und dann vielleicht noch hier. So. Dann dürften wir bald alles angeschlossen haben. Hier ist noch keine Verbindung von da nach da. Oder? Nee. So, schön. Der Strommaster geht überhaupt nicht. Der muss eins weiter hoch. So. Zack. Zack. Und hier eine Querverbindung hin und dann einmal bis da. Einmal da hoch und einmal von da nach da. Dann ist das alles angeschlossen, dann haben wir nur noch hier diesen Klumpatsch. Zack, zack. Jawohl. Und der Kollege muss da nochmal dran.
So, da kommen wir auch noch durch. Wunderbar. Und dann hätte ich gerne hier die Möglichkeit, Rohöl zu speichern. Wäre dann unsere Lagereinheit für Rohöl. Und die schließen wir dann hier an. Und dann dürfte sich das Ganze jetzt langsam füllen. Und unsere Raffinerie würde ich dann ganz gerne da unten anfangen. Und das war's auch schon wieder. Wunderbar. So. Raffinerie. Ich werde das von unten nach oben machen. Oder von unten nach oben oder von da nach da. Ich glaube, ich mache es wirklich in dieser Richtung hier. So. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das wäre der Raffinerieblock. Ich weiß, es ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber das wird sich noch ändern. Irgendwann haben wir den Bedarf und dann ist es dann halt so. So, jetzt müsste ich natürlich wissen. Ich glaube, ich mache da jetzt auf Risiko, oder? Und ich glaube, der Platz ist zu klein. Muss ich mal gerade gucken. Hier muss ein Rohr hin. Ungefähr bis da. Ja. Ich habe mich direkt schon mal verbaut. Herzlichen Glückwunsch. So. Im Hintergrund ist wieder ein bisschen Radau. Da fährt wieder ein Vehikel durch die Gegend. So, ein weiteres Rohr. Wir haben keine mehr, verdammt. Sollen wir gerade welche händisch herstellen. So, wir haben hier unten sogar Wasser. Das ist sehr, sehr gut. So. Das wären diese beiden Rohre. Und dann mit einem Abstand von 3. Klatschen wir die hier hin. Jetzt nehmen wir mal gerade alles vom Strom. So. Das wäre der Koloss. Jetzt das Ganze ein bisschen kürzen und anschließen. Wäre dann quasi ein Layout, was uns dann relativ lange erhalten bleiben soll. Ist das richtig, was ich hier mache? Ja. Immer abwechselnd. Wenn ich jetzt natürlich wüsste, auf welcher Seite das Wasser reinkommt bei der Advanced Oil Refinery Gedöns, dann wäre mir sehr geholfen. Kann ich das hier sehen? Fortschrittliche Ölverarbeitung, die müsste hier irgendwo sein in Rot. Was ist das? Automatisierung 3. Ne, das ist es nicht ganz. Ist sie denn so weit unten? Kohleverflüssigung, das ist es nicht. Da brauchen wir das für, genau. So, da fortgeschrittene Ölverarbeitung, das hätten wir gerne. 50 Wasser, 100 Rohöl. Aber wir sehen hier nicht, wie das Layout ist.
Das heißt, wir müssen jetzt hier Risiko gehen. Und hoffen, dass es passt. So, dann können wir hier Strommasten dazwischen setzen, damit das alles schön bestromt ist. Ja, das macht nicht viel Sinn. So, so. Dann ist es wenigstens gleichmäßig. So, da, dort und hier. Gucken uns ganz kurz an. Das nehmen wir als Rezept. Teilen das dann überall, dann sehen wir auch direkt, was an unseren Ausgängen passiert. Und wir brauchen viel mehr Rohre. Das heißt, wir machen uns nochmal nach oben. Und die Nachbearbeitung, die würde ich dann ganz gerne hier oben stattfinden lassen. Ich dachte gerade, da wäre ein Bohrturm, der nicht mit Strom versorgt ist. Sah aber nur so aus. So, und dann hätten wir da unten eigentlich bald schon eine Kunststoffproduktion. Und die soll dann auch dementsprechend groß ausgelegt sein. Elektrische Erzförderer, nehme ich mal alle mit. So, Rohre. Rohre sind wieder voll, sehr gut. Können wir noch ein paar Tanks mitnehmen, wenn wir welche haben. 18 Stück, wunderbar. So, was wollte ich noch mitnehmen? Pflaster. Und wir könnten mal das Auto erforschen. Wo kriege ich... Ja, das mit dem Auto, das machen wir dann gleich. Hier haben wir noch ein bisschen Pflasterstein. Dann machen wir uns das Inventar mal mit voll und dann geht es wieder ab. Haben wir noch Lampen? Wir könnten Lampen herstellen. Nicht ganz so viele, bitte. Dann nehmen wir das mal ganz kurz in die Hand. Und in das da. Kann man alles dahin werfen hier. Dass wir Platz im Inventar bekommen. Jetzt können wir die Lampen herstellen. Zack, zack, zack. Haben wir eine Eisenstange übrig. Ja gut, das bleibt mal da liegen. Wir verschwenden mal ein paar Rohstoffe. So, kurzer Blick. Und das nächste Mal, wenn wir hin und her jetten, dann machen wir das mit dem Auto. Da haben wir hier schon so ein bisschen Wege angelegt, das finde ich ganz nett. So, da ist Munition und Kohle ausreichend vorhanden. Ja, guckt euch an, was wir an Rohöl haben. Heftig. So, jetzt tun wir erstmal ein bisschen pflastern. Und zwar hätte ich das Ganze da auf der Höhe gerne abgeschlossen. Gut, da hinten kriege ich nicht gebaut, dann muss ich das hier machen. So. Einfach nur damit es industrieller aussieht, was wir hier bauen. Zack. So. Machen wir hier auch direkt weiter, weil wir müssen hier ein lustiges Gebilde aus Rohren platzieren. So. Und noch ein Stück hier runter. Einfach so, weil wir es
können. Weil es dann da genau anschließt. Das war nämlich der Plan. So, wir haben drei Flüssigkeiten, die wir disponieren müssen. Das heißt, wir nehmen da einmal und da einmal und da einmal. So, und die können wir jetzt schon mal anschließen. Wenn wir denn Knickrohre noch hätten. Haben wir natürlich nicht. Dann machen wir mal welche. So. Und da haben wir jetzt den Grundstein gelegt, wie das Ganze aussehen soll. Das geht nämlich dann bis da. Hier geht dann weiter bis dahin. Und das ziehen wir nach ganz oben durch. So. Und dann mache ich hier direkt mal ein paar von. Ach, da haben wir noch 32 Stück. Sehr gut. So. Und dann müssen wir jetzt aufpassen, dass sich unsere Flüssigkeiten nicht untereinander mischen. Das artet nämlich dann immer in Arbeit aus. So. Jetzt kannst du nämlich zu schnell machen, weil das könnte nämlich dann ganz schnell fahrlässig werden. So. Und mit Chemie ist nicht zu spaßen. Mich würde ja interessieren, wie weit der Abrissus ist. Das würde mich wirklich interessieren. So, jetzt haben wir hier lustige Verteilerrohre für unsere ganzen Flüssigkeiten. Und um das Ganze noch ein bisschen hübscher zu gestalten, wir legen hier sehr viel Wert auf Optik, machen wir mal noch ein paar Rohre. Wie schnell die wechseln, das ist der Hammer. Und dann ziehen wir die mal hier hin. So, hier kommt ein Fußweg dazwischen. Und dann nutzen wir die Möglichkeit, hier was lagern zu können. Und da haben wir unsere Pflastersteine schon wieder verbraucht. So. Du gehst bitte dahin. So, jetzt haben wir hier schön Platz zum Durchlaufen und yay, Automobilität, sehr schön. Beton, brauchen wir den schon? Stapel, Greifarm, Akkus, Forschungsgeschwindigkeit, Eisenbahn. Na klar, Eisenbahn, natürlich. So gefällt mir das. So wird das auf jeden Fall schick. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ich hoffe, ich komme da nicht ins Uran rein. Oh, das wird knapp. Ah, das kann ich dann noch abbauen. Das geht. Gerade so. Ich weiß nicht, ob ich das so gepackt da haben will. Ja, doch, das bleibt so. Wir machen uns noch ein paar Rohre. Alle
Rohölbasierten Flüssigkeiten hier jetzt schon mal an Lager. Das finde ich sehr, sehr schön. Ich dachte gerade, warum macht er die nicht voll? Cool. Und das wäre dann quasi unsere vorläufige Raffinerie. Und mit dem Petroleum, was wir jetzt haben, können wir hier oben schon mal so eine Art Kunststoffproduktion starten. Wie sieht das aus? Kunststoff. Dafür brauchen wir 20 Petroleum und eine Kohle. Jetzt haben wir hier 10 von diesem hier. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So rum. Fließband dazwischen. Und das Ganze nie gehabt. Hier werden wir noch ein paar Fließbänder brauchen. Unterirdische. Und noch mehr Rohre. Jetzt gehen wir damit erstmal darüber. So in etwa. So, Kunststoff. Das Ganze bitte. Das wäre schon mal der Grundstein dafür. Haben wir noch Greifarme genug? Nein, haben wir nicht. Das heißt, wir müssten noch mal kurz in die Basis, während wir hier die Eisenbahn erforschen. Das wird großartig. Und wenn wir hier die erste Bahn fahren haben, da freue ich mich schon riesig drauf. Ich habe auch schon so eine ungefähre Idee, wie unsere Schmelzanlage nachher aussehen soll. Nämlich komplett anders wie die Variante, die wir im Let's Play gemacht haben. Ein komplett neuer Versuch. Ich weiß auch nicht, ob das so gut wird, was ich da baue, aber ich wollte das immer mal ausprobieren, von daher machen wir das hier an dieser Stelle. So, Greifärmel brauchen wir eigentlich nicht so. Was fehlt uns da? Grüne Schaltgase, die können wir uns da holen. Und so, und dann machen wir hier mal ein paar. So, dann brauchen wir ein bisschen Kupfer. Wunderbest. So, und dann bräuchten wir eigentlich Motoren. Kann ich nicht mal so eine Montagemaschine bauen? Und ja, wir müssten eigentlich viel mehr automatisieren. So, da haben wir die Züge erforscht. Dann nehmen wir den automatisierten Schienenverkehr direkt mit rein. So, da sind unsere Strommasten noch in Produktion. Wir können jetzt rein theoretisch geradeaus Gleise bauen und Güterwaggons und den ganzen Kasper-Kram. So, und irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, wo wir unsere Schmelzen erweitern müssen. Und dann werden wir es einmal komplett in Extrem durchziehen. So, habe ich noch Kupfererz? Ja, das kommt dann da rein. Bitte sehr, die Kohle kannst du auch haben. Haben wir schon mal wieder ein bisschen Platz. So, Motor. Motoren brauchen Stahlträger, Eisenzahnräder und Rohre. So,
Bohrer haben wir hier. Stahlträger haben wir da. Dann machen wir jetzt Folgendes. Weil wir ja am Anfang noch nicht so viele Motoren brauchen. Mogeln wir uns da einen zurecht. Wir nehmen zwei Holzkisten, die reichen vollkommen aus. Eins, zwei. Dann einmal rein, einmal raus. So. Du machst mir bitte Motoren. Und dann brauchen wir 1 zu 1 zu 2. 1, 2, 1. Und oben haben wir noch eine Kiste mit Zahnrädern, glaube ich. Ja. 1. Dann kann der Kollege nämlich mal hier ein paar Motoren herstellen. Ja, der kriegt das in dem Tempo auch ganz gut nachgelegt. Wunderbar. So, wir nehmen nochmal ein bisschen Pflaster mit. Fließbänder brauchen wir noch. Holen wir uns oben aus der Kiste. Eins, zwei, drei, vier. Und dann brauchen wir Underground Belts. Brauchen wir noch Eisenplatten für. Bedienen wir uns doch einfach mal an unserer Schmelze. 20 Stück reichen hoffentlich aus. Halt. Gucken mal, wie viele Motoren wir haben. 3. Für ein Auto brauchen wir 8. Ich würde sagen, wir warten die Zeit gerade ab. Und dann düsen wir mit dem Auto darüber. Pflastersteine wollten wir noch mitnehmen. Wie sieht es hier strommäßig aus? Wir kommen strommäßig schon fast wieder Richtung Limit. Ja, einmal voll machen bitte. So, wir hatten noch irgendwo Eisenerz, das können wir mal gerade hier reinwerfen. Wunderbar. Eine Eisenstange kommt mal dahin, genauso wie der lange Greifarm und die befeuerten Greifarme, die braucht kein Mensch. Genauso wie die befeuerten Erzförderer, und dann haben wir wieder ein bisschen Platz im Inventar. Und dann haben wir 7. Komm schon. Werde fertig. Yay. Wir haben ein Auto. So. Und da kommt wieder mein fahrerisches Können zum Vorschein. Wieder geschafft, irgendwas kaputt zu machen. Haben wir Reparaturkits? Ich mach mal 2 Stück. Gut gemacht. So. Jetzt Folgendes. Kohle hätte ich gerne auf diese Art und Weise hier verteilt. Zack. So, das eventuell noch erweitern können. So, in diesem Sinne. Und dann kommen da Greifarme hin. Und zwar einmal so. Und dann einmal so. Zugsignale forschen wir auch direkt.
zack. Dann wäre diese Anlage jetzt auch mehr oder weniger am Netz. So. Jetzt müssen wir das Ganze nur noch mit Kohle versorgen. Und dann haben wir eine Kunststoffproduktion. Ist ja irre. Das da brauchen wir. Gut, wir haben Erzförderer elektrisch. 3, 4, 5, 6, 7. Ich mache jetzt mal Pause. 4, 5, 6, 7. Und dann machen wir das Ganze nochmal hier runter. Das dürfte eigentlich als Kohleversorgung für die Anlage reichen. So. Und dann darunter. Hoppa. So. Ich bin hier gerade irgendwie, ich weiß nicht. Also so ein bisschen die Zeit im Nacken zu haben, finde ich eigentlich gerade ziemlich cool. So. Ist ja jetzt nicht so, dass das hier so der Mega-Battle ist. Aber dennoch finde ich es halt gerade sehr, sehr angenehm, dass man ein bisschen angehalten ist, Gas zu geben. Wow. Wow, wow, wow. Und den Kunststoff, den bringen wir uns jetzt direkt in die Basis. Hier noch ein bisschen eleganter machen, indem wir sagen, ja, genau so. Machen wir das hier auch direkt. So. Mit einer gewissen Eleganz. Nicht zu verwechseln mit Arroganz. So, aber wir müssen da wieder durch den Wald. Aber naja. So. Und dann kann hier schon bald der Kunststoff fließen. Und zwar so lange, bis einer der Tanks vollgelaufen ist. Da ist wieder einer im Weg. Genauso wie da, der muss auch weg. Stirb, Baum, stirb. Der kann auch mal weg. So. Ich habe irgendwo wieder was abgebaut, genau. So, jetzt müssen wir damit eigentlich nur noch irgendwo hin, wo wir grüne Schaltkreise produzieren, wie zum Beispiel da an dieser Stelle. Und da kommt der Kunststoff. So. Und ich glaube, wir kommen dieses Mal komplett ohne Mainbus aus. Ah, ich glaube, ich gehe lieber oben lang. Oben lang ist besser. Und wir werden dann quasi von dieser Bauweise direkt in die modulare Bauweise übergehen, wenn es denn soweit ist. Ja, da müsste ich irgendwo durchkommen.
So, Plastik Fantastik. Dadurch, wo komme ich denn hier mal durch? Ich habe mich selber eingebaut hier. Muss ich das hier wegmachen? Ja, das braucht eh nicht mehr. Aber eh nicht mehr. So. Das. Ah, doch, das brauchen wir schon für unsere Forschung. Das heißt, das müssten wir dann an anderer Stelle produzieren. Das kriegen wir aber hin. Jetzt aber erstmal Kunststoff dahin, wo wir ihn brauchen. Zack, und da hoch. Dann haben wir bald schon eine rote Schaltkreisproduktion. Und damit könnten wir ganz gut vorne liegen, glaube ich. So. Hier mal ein bisschen Platz. Und den Kunststoff werden wir natürlich später per Zug liefern. So, was brauchen wir für rote Schaltkreise? Wir brauchen Kupferkabel, Kunststoffstangen und elektronische Schaltkreise. Und vor allen Dingen Fabriken. Ah. Gerade mal gucken, wie uns die Zeit gewogen ist. Ja, das werden wir vielleicht noch heute schaffen. Dann werden wir wahrscheinlich auch bald schon wieder unsere Stromversorgung ausbauen müssen. Da mache ich mal 6 Stück von. Für weitere fehlen uns Eisenplatten. So, ganz kurz überlegen. Das Ganze dauert 6 Sekunden. Wir brauchen 4 Kupferkabel. 2 Kupferkabel werden in... Also für... Ja, danke. Jetzt bin ich raus. Nochmal. Ich kann 6 Fabriken mit einer Kupferkabelproduktion versorgen. Und das heißt, machen wir 1, 2, 3. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei. So. Das einmal hier runter. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Und wovon brauchen wir am meisten? Von den Kupferkabeln. Das heißt, die legen wir außen her. Das machen wir von unten nach oben. Zack und zack. Wollen wir die eigentlich auch nach oben führen? Die führen wir nach oben. So. Dann. Ja, doch, ist richtig. Hier rüber. Zack. Und dann brauchen wir ein Teilerfließband. Und dann
können wir eine Fabrik bauen. Da geht's nicht. Gut, wir müssen eben mit dem Kupfer irgendwie hier durch. So. Dann können wir die auch hier hinsetzen. Dahin. So und so. Das sieht sogar relativ schick aus, was ich hier mache. So, Strom dran. Du produzierst mir jetzt schon mal Kupferkabel. So, das sieht sehr gut aus. Das wird nur auf die Außenbahn verteilt, aber das ist eigentlich egal. So. Davon brauchen wir ein paar. Eins, zwei. Eins, zwei. So, das wird sehr, sehr hübsch, was wir hier bauen. Könnten Glück haben. So. Teiler Fließband. Noch eins. So. Das mal so. Gehen uns auf dem letzten Meter die Fließbänder aus. Das ist unglaublich. So. Jetzt können wir das Ganze noch verkabeln und hier außen fehlen noch die Greifer. Jetzt noch 3, 1, 2, 3. Dann war alles schneller. 1, 2, 3 und 1, 2, 3. Hervorragend. Rezepte. Komm schon ein bisschen näher ran. Danke sehr. Und fertig ist die rote Schaltkreisproduktion. Es dauert natürlich jetzt ein bisschen alles hier, aber wir produzieren schon mal was. Und hier können wir dann das ganze Zeug in eine Kiste werfen. Mit einem Greifarm, den ich hier nicht bauen kann, weil ich kein Material habe. So. Und da rollen sie. Sehr, sehr schön. So. Mit diesen roten Schaltkreisen, was können wir da jetzt anstellen?
könnten blaue Fläschchen machen. Dafür brauchen wir Motoren, elektrische Erzförderer und halt eben diese Schaltkreise. Wir produzieren jetzt. Da müssten wir die Produktion aufdoppeln, nur um die Forschung zu versorgen. Oder? Ne, ich glaube, wir haben 1 pro Sekunde gemacht, ne? Ja. Das ist 5, das ist 6. Das heißt, die würde genau reichen für die Forschung, die blaue. Aber dann haben wir halt keine mehr übrig. Wir sorgen jetzt gerade erstmal für ein bisschen Strom. Ich könnte eine Solarzelle bauen. Ich baue eher einen Heizkessel. Ja, da komme ich jetzt lang. So, dieses Kraftwerk, was wir hier haben, das können wir ja beliebig erweitern. Wenn ich den Heizkessel finde, da ist er doch. Ein Rohr dazwischen und dann haben wir wieder ein bisschen mehr Energie. Vorausgesetzt, wir haben noch 3 Fließbänder übrig, um da hinzukommen. Jo, gerade so. Und jetzt bräuchte ich einen kohlebetriebenen Greifarm. Bevor ich jetzt einen herstelle, hole ich mir den da oben aus der Kiste. Die habe ich schon abgerissen und habe den Greifarm im Inventar. Gut. Energie. Ja, es reicht noch nicht. Ja, so langsam wird es doch interessant mit unserer Geschichte hier. Gut, wir brauchen ein bisschen Eisen und dann können wir noch einen weiteren Dampfkessel bauen. Ich glaube, wir erweitern das dann direkt einmal richtig. So. 2, 4, 6. Und 1, 2, 3. Ein bisschen Platz haben wir ja noch. Zweimal. Dann haben wir hier wieder einen Strommast dazwischen. So. Und dann 1, 2, 3, 4. Das Ganze bekommt dann noch einen Wasseranschluss und hier auf der Seite auch wieder einen Strommasten hin. Und dann eigentlich nur noch ein paar Fließbänder hin. Und halt eben jene Greifarme. Und dann sind wir strommäßig wieder gut aufgestellt. Hier den Tinnef, den nehme ich wieder mit. Und dann speichern wir mal ganz kurz. Sylti mit Abrisus 5. Gucken wir mal gerade ganz genau. Gut, 5 Minuten hätten wir noch. Die nutzen wir noch weise. Ich weise nur noch nicht so genau wie. Oh, doch, ich weiß, wie wir die nutzen. Das wird toll. Stein, Eisenstange, Stahlträger. Wir nehmen uns ein bisschen Stein.
Und dann brauchen wir Eisenstangen und Stahlträger. Die könnte man... Ja gut, wir bräuchten mal eine vernünftige Stahlproduktion, ne? Haha. Schwierig. Ja, das geht ja noch, ja. Dann machen wir das auch mal semi-automatisch. Einmal durch die Base durch. Da hinten haben wir uns Stein abgegriffen, den können wir uns dann hier direkt holen. So. Zwar keine zu langen Wege haben. 1, 2, 3. Dann können wir nämlich hier schon mal Gleise herstellen. Zwei Eisenkisten, die kommen dann dahin. Einmal so rum, einmal so rum. Dann kommt hier noch Stahl rein. Dann mein Barter. Das drehen wir um, das drehen wir um. Hier kommt der Stahl rein und die Eisenplatten. Und dann stellen wir hier eine Fabrik hin. Machen noch zwei Greifarme mit den Eisenplatten, die wir noch da reingelegt haben. Wir machen dann hier Eisenstangen. Und die halt nur auf Bedarf. Eisenstangen, Stahlträger, Stein, das passt. Jetzt kommt hier eine. Jawoll! Gut, wir haben eine Schienenproduktion. Und dann könnten wir vielleicht schon mal so ein bisschen andeuten, wo wir gerne unseren ersten Bahnhof hätten. Und ich glaube, ich habe da auch schon eine Idee. Nämlich... Vielleicht doch nicht. Vielleicht habe ich doch keine Idee. Ich glaube, unseren ersten Bahnhof könnten wir bauen, wenn wir unser Dingens-Setup haben. Lass mich mal überlegen. Raffinerieanlage. Wir haben unser Auto da stehen lassen. Dann hätte ich gerne hier unten. Ja, danke sehr. Rot-Grün. Lasertechnik. Lasergeschütztürme. Militär 3. Ha. Na klar, wir nehmen das hier. So. Ja, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wo wir uns einen Bahnhof bauen. Und deswegen würde ich es jetzt ganz gerne dabei einfach belassen. Wir speichern das Ganze nochmal. Spiel speichern. Dann ganz kurz der Blick. 5 Stunden und 7 Sekunden. Damit verabschiede ich mich für diese Folge und ja, was bleibt da noch zu sagen? Die nächste Besuchsfolge, beziehungsweise es ist ja die erste Besuchsfolge, die wird irgendwann Mitte September stattfinden. Also einfach um es mal frei rauszusagen, mein Freischalttermin für mein Internet in der neuen Wohnung ist der 7.9.
Ich hoffe, dass das alles reibungslos über die Bühne geht, weil ich bin ja auch in der Vorproduktion. Ich weiß auch gar nicht, wie viel ich aufnehmen soll, um das dann vordatieren zu können. Also 7.9. ist mein Freischalttermin. Ab dann sollten wir rein theoretisch wieder Internet haben. Und ja, irgendwann danach, wenn Aprisus und ich einen Termin finden, wo wir das zusammen aufnehmen, dann machen wir die erste Besuchsfolge, gucken uns die Basis des jeweils anderen an und ja, dann wird abgerechnet. Dann wird eine Zwischenbilanz gezogen, wie das Ganze aussieht, was wir alles verkackt haben. Und ja, freue ich mich schon drauf, weil ich bin eigentlich, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass ich sehr, sehr schnell bin jetzt im Moment. Gut, das war's für diese Folge. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.